Liebe Freunde, das Weekend ist mein Vlog im September, das ist mein erster Vlog im September. Richtig, wenn ich noch später drehen wollte, aber für euch habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich meine Prüfung geschafft habe und so weiter und wie ich das geschafft habe. Erzähle ich euch aber in einem anderen Video. Heute werde ich mal erzählen, wie ich abgenommen habe. Ich weiß es selber nicht, ihr werdet es einmal. Ich werde es einmal. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie es gewesen sein könnte. Zuerst mal habe ich mich heute mal gewogen, dass ich 98 Kilo wiege. Ich habe Übergewicht. Das sieht man doch auch schon. Und ja, also abnehmen war nicht so meins, aber gestern habe ich mit einer, also nicht gestern, also heute habe ich mit einer Diät gestartet. Die Diät läuft echt gut. Ich habe 2 Kilo abgenommen, also ich war 100 Kilo, ich habe 89,8. 98,8, oh Gott, ich hasse diese Zahlen, Leute. Einfach, wisst ihr, ich hasse diese Zahlen. So. Und jetzt habe ich die Schule begonnen, dafür wird auch ein Video kommen, diese Woche kommen 3 Videos, dieses Video, das nächste Video und dann das nächste und dann das nächste. Es werden jetzt 4, aber das nächste kommt am Montag, also im September, eigentlich kommen vielleicht 4 oder 5 oder 6, 7 Videos. Ich weiß es noch nicht, ich werde es noch planen. Ich werde mit meiner Kumpelin besprechen müssen, weil sie bestimmt immer die Videotage ist. Sie sagt immer, wann es besser zu sein ist. Also ihr wisst, was ich meine, ich kann gerade nicht reden, weil ich unterwegs bin, weil ich mich auch beeilen muss, weil ich die Schultasche für morgen packen muss. Und dann Schultaschenmittel kommt auch noch, ich schreibe alles in eine Liste auf. Ich habe eine ganz große Liste mit 2 Doppel auf 4 Seiten, die ich auch immer jeden Tag führe, jeden Tag schaue, was mir fehlt, was ich natürlich gebloggt habe, gefilmt habe, auch schon auch immer. Und ja, also das ist extrem peinlich. Es ist extrem peinlich, Leute, vor allen Menschen zu vloggen. Aber naja, ich habe noch 2 Abonnenten noch. Oh Gott. 2 Abonnenten, Leute, noch und dann habe ich die 100. Bitte abonniert den Like. Drückt den Abonnieren-Button, bitte. Ich weiß, ich schweife heute ab, ich stotte heute, aber naja, das ist ja aufregend, weil ich habe die 2. Klasse geschafft, Leute. Die 2. Ohne die Klausel. Also ich schnell auf die Straße wie so ein Wildverrückter, aber naja. Also an die alle da draußen, die die Klausel immer so unnötig vergeuden. Nein, 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 macht es nicht. Es ist einfach dumm. Ihr könnt es vielleicht in einem schwereren Fach gebrauchen, obwohl ihr das andere Fach nur aus Faulheit nicht gelernt habt. Müsst ihr nicht die Klausel sofort wegschmeißen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich drücke jedem die Daumen, der dieses Jahr schon Schwierigkeiten hatte und die Klausel hatte, dass er die Klausel nicht einsetzt, also wenn er die Klausel hat, genau wie ich habe die Klausel noch. Ich habe es ohne Klausel geschafft, 2 Prüfungen und ja, ihr könnt euch selber ausmalen, wie das Gesicht meiner Freunde danach war. Jetzt will ich mal etwas verkünden, also die Tage werden sich auf einmal ändern, weil montags kann ich sicher nicht vloggen und ja. Leute, fast wäre ich angefahren, von der Straßenbahn, seht ihr die? Die ist jetzt weg. Fast wäre ich angefahren. Wenn ich nicht gerannt wäre, wäre ich nicht angefahren. Ja. Die Qualität ist vielleicht jetzt scheiße. Ich weiß nicht wieso. Dieser Vlog ist so ein schneller Vlog. Also ich kann den nicht bearbeiten. Das ist dafür da, die gedacht haben, dass meine letzten Vlogs, diese 2 letzten Vlogs waren. Das stimmt nicht. Natürlich kommen noch weitere. Habe ich hier in meinem letzten Video doch erwähnt. Das werde ich euch noch in die Infobox verlinken. Schaut es euch an. Und ja, ich verlinke jetzt in die Infobox, aber es gibt nichts zum draufklicken. Die Endcard fehlt, Leute, ja. Die Endcard mache ich noch. Nächste Woche oder dieser Woche. Die Endcard mache ich noch. Ein gutes Kanalbanner finde ich noch, statt diese Blumen. Also ja, dieses Kanalbanner wird noch kommen. Es wird noch alles sehr schön. Hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, was noch fehlt, was ich noch besser machen kann, ob ich vielleicht viel stottere, ob ich vielleicht das Unnötige weggeschnitten brauche. Wegschneiden muss, wenn ich auch weggeschnitten brauche. Ich singe wie auch Deutsch. Hoffe ich mal, das ist Deutsch. Ja, also genau. Also das war's mal von mir. Ich habe die Klasse geschafft. Ich habe eine neue Tasche. Dazu werden noch Videos kommen, wollte ich sagen. Das ist sowas wie eine Ankündigung und ja. Genau, das ist eine Ankündigung gewesen. Und meine Gewichtsabnahme werde ich euch auch in einem anderen Video noch berichten. Ich weiß nicht, wie ich das abgenommen habe. Ich weiß nicht, warum es so schnell ging. Weil wenn ich einmal abnehme, brauche ich mal 6 Monate oder so. Ein halbes Jahr. Und ich weiß nicht, wieso das so schnell gegangen ist. Keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, es wird noch mehr. Purzeln abgehen, meine ich. Abnehmen. Und ja. Also Fitness, an Fitness-Motivationsvideo werde ich auch noch drehen. Das wird auch noch kommen, keine Sorge. Und wie meine erste Amazon-Bestellung ablief, jetzt habe ich gerade voll die Ideen, während ich vlogge. Kennt ihr das, Leute? Die meisten YouTuber kennen das sicher. Und ja, also die meisten YouTuber kennen das sicher, meine ich mit, dass sie die Videoideen plötzlich während deines Vlog-Drehs haben. Wisst ihr das? Und ja, also das habe ich gerade. Ich habe so gerade ein
Ich hatte gerade einen Schub in mir, dass ich jetzt gerade so Videos habe und ich denke, jetzt ist die Flasche in der Hand. Dazu komme ich gleich, aber naja. Jetzt wollte ich erstmal. Ich wollte Loris Platz zeigen. Du Scheiße, der Zauber fliegt fast in mir rein. Fast in mich auch. Das ist über Loris Platz, diese Stände. Stände! Ja, genau. Und. Gott! Meine Straßenbahn, Leute. Zur Flasche komme ich jetzt. Also Flasche ist ein Emotion. Ihr wisst, ich hab Diät, ich mache meine Diät. Wieso trinke ich jetzt Emotion? Ganz blutglas natürlich. Ich hatte einfach keinen Bock, etwas auszusuchen. Ich hatte einfach Bock drauf, ich wollte es einfach trinken. Anstatt Cola ist gesünder. Hat fast gar kein Fett. Und ja. Deswegen habe ich es getrunken. Mein Haar sieht jetzt besser aus als der Dusche. Balkabell sieht ja was. Der Dusche. Also genau, das Ankündigungsvideo war das. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, liken, kommentieren, alles. Teilt meinen Kanal mit euren Freunden und ja, bis später.